Johnny Tag, ja. Ist das eine abgefuckte Scheiße, Mann. Teil ist einfach nur das Positive ist, wir sind Level 17. Das kann man auf jeden Fall mal Wenn du die mitnehmen. Aufträge neu erspielst. Ja, klar, ich will die immer neu spielen. Die Story hat mich so Das inspiriert. Ich glaube, ich muss nochmal machen. ja, ich kotze jetzt schon vor Freude einen Regenbogen, ehrlich. Kann das Ding schneller Für dein öffnen? Geld. Sprinter. Sprinterhöhung, warum wird das nie gekauft? Fragen mal Fragen. Alter Vater, was zum Teufel war denn das, ey? Hey, jetzt haben wir noch normale Missionen. Yay! Ja, ist auch besser so. Partyzeit. Achso, und wir können die von dem Regisseur nochmal machen. Nee. Das glaube ich eher nicht. Aber was ich machen werde, an dem Moment, wir haben Autosave. Nee, alles gut. Ich wollte gerade speichern, aber wir haben ja Autosave. Alles gut. Aber wir haben kein Auto. Danke, wir übernehmen. Hallo, wir Also, haben Autosave. du hast vielleicht kein Auto, aber ich schon. Hab ich frisch gekauft. Geklaut, meine ich. Ja, wir machen mal die Hauptquest. Die wird doch nicht dran. Glad you called. Think I found us a new place. Pierce, you're supposed to be looking for Loren, not going house hunting. See, that's the beauty of this place. It's owned by the Morningstar. All right, I'm listening. The Morningstar have a penthouse downtown where they're throwing some big party for their global contacts. And their real estate agent will be there, right? Real funny. I was gonna say we crash the party, kill the Morningstar, and keep the place for the Saints. Ha. I'm game. What's the plan? The Saints will be downstairs until you can unlock the elevator for them to come up. Oh, wait. If I can't go up, then how... Oh. Right, penthouses. That's right. Meet me at the airport. Nice. 10 points. Hier gibt ja, man kann ich arbeiten. Zum Flughafen. Okay. Ah, ich habe vom Fliegen schon zu voll vor, aber gut. Wenn es nicht anders geht. Gehen Sie weg, Sie Armleuchten. Oh Gott, was war das denn? Irgendeine arme Sau ist auf jeden Fall gerade gut zerquetscht worden. Und das Auto auch. Alter, das Auto da an der Reifen hat ein Eigenleben. Dem Auto geht's gar nicht gut, glaube ich. Das sieht sich an. Oh cool, falsche Seite. Gott. Ja, es sind so an, würde man sich die ganze Zeit verschalten oder so. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Ah ja, das Penthouse. Ich erinnere. What you thinking? Some asshole is in my pool. The crew's ready downstairs. Say the word and we crash the party. Let's do it. Oh Gott, jetzt komme ich mit meiner Kleidung an. Oh Gott, ey. Die Zinken so lässig. Oh Gott, mit dem Kanye-Track. Oh Gott, geht das jetzt in den Fallschirm? Yep. Okay. Ja. Ich habe jetzt den Flug aufgemacht, oder? Jawohl. Damals, als man Kanye West-Musik noch bedenkenlos konsumieren konnte. Na, ja, was ist bedenkenlos, aber. Okay, auf dem Landeplatz gelandet. Guten Morgen, Jungs. Schönen guten Mahlzeit, die Herren. Hey, ey, wo ist meine Pistole hin? Sean, die Amin. Meine Pistole sind weg. Was? Meine Pistole sind weg. Ich hab den Lieutenant mit dem Dildo verprügelt. Was ist der Code des Freight Elevator? Go to hell! Hat auch nicht besser verdient. Fine, Code 3131. Was? 3131? Okay, 3131, da werden sie geholfen. Okay. Weißt du was? Ja! Guten Flug, Arschloch! Schöne Party noch! Damn, here's picked a nice place for the crew. Okay. Es wird Zeit. Schick! Wir wollen ja einziehen, ne? Stay down! Ist nett, dass ihr die Bude vorhin schon mal vorgewärmt habt, ne? Aber ihr könnt euch jetzt auch verpissen. Ihr seid ihr leider nicht mehr willkommen. Der Vermieter hat gesagt, der Vertrag ist ausgelaufen. Ah. Was? Kaution? Ne, die kriegt ihr nicht wieder. Könnt ihr vergessen. Some explosives can't handle. Oh! Guten Flug! Meinst du, indem du eine Geisel nimmst, töte ich dich nicht? Ja, guter Versuch, aber.
Hey! Tolle Party, ne? Komm mit. Hier lang, ne? Ich hab keine Ahnung. Hier? Oder hier? Guck mal, Alter, guck mal, ich hab ihn zum Beamtenbetrieb gemacht. Ich bin ja nett. Sehr schön. Granate werfen. Oh, komm mit. Wieder hin. Look at all this shit. No way they're giving this up with that fight. Ready to crash the party? Alter, wir sind schon so overpowered, ne? Ja. Allein dadurch, dass ich halt meinen Schaden gegen Kugel verringert hab. Headshot, motherfucker. Hey, du hast meinen Menschen ein Schild umgebracht. Was hast du dazu? Unmoralisches Arschloch. Oh Gott. Also unsere. Naja. Die beiden. Die beiden auch selber hinbekommen. Oh. Ja, Entschuldigung. Ah, du merkst, ich hab vergessen nachzuladen. Nee, stell dir mal vor, wir würden nicht auf Hardcore spielen. Er ist dann noch leichter. Oh, da ist ein Heli-Schmopter, glaube ich. Moment. Yep. Wollen wir mal kurz kontrollieren gehen? Kleiner Umblick. Ah ja, guten Tag. Nee, ihr seid leider nicht willkommen, tatsächlich. Hier, komm. Viel Spaß mit der Granate, Jungs. Gut. Danke, Shawnee. Always happy to show up. That's one less thing we have to worry about. Easy. How's it going, Shawnee? Good news? We've cleared him out. Bad news. The boys are saying this place is rigged to blow. Well, shit. Where's that guy in the helicopter going? I bet he knows how to disarm this place. Then try not to kill him. And then tschüss. Also wenn wir auch beiden ein... Okay, egal. Das Spiel ist übertrieben, ey. Aber du krank. Shawnee, you got the place cleaned up yet? What do I look like, the damn maid? So that's a no then. Ja, du siehst aus wie unser Hausmädchen. Someone needs a nap. Oh, das ist schon richtig. Wow! Alter, keine Raketen! Gut? Der Rakete hat mich geschossen eben. Oh, eine. Oder was? Der mag mich. Irgendwie anscheinend nicht. Wie geil! Gleichzeitig so, der mag mich nicht so, die mögen dich anscheinend nicht. Geil. Du, Lieutenant. Stegeli und du Moorhuhn. Gleich händig ran. Ah, oh, Motley Crew, nice. Auch wilder Übergang vom Kanye zu Motley Crew. Ja, aber ich find's auch gut. Oh Gott, eine Rakete. Alter Schwede, die ist einfach. Uiuiui. Oh nee, gehen Sie bitte. Fast Absturz, 11 Meter. Oh, naja. Fast Absturz, 13 Meter. Keine Angst, es war nur ein fast. Alter, wo warst du denn? Wir sind gerade fast reingeflogen, verpiss dich! Sieh leider, du Vogel! Das ist doch mal bei GTA. Ach, das hier, das versteckt, das hatten wir auch noch, stimmt. Oh Gott, Hallöchen! Hier am Hafen. Oh, Ja, landen wir sich schon mal, die können wir fliegen. Just finished cleaning up. I'll get the codes. That's auch nicht besonders gut. No codes, just four wires. Nein. Red, oh. Green, blue, and black. Yeah, I'll get back to you then. Tschüss. Was? Lieutenant LP, soll ich schnappen? Okay. Which wire stops the bomb? The red wire. Was, eine Bombe? Ich bin ja in Bombenstimmung. Ja. This is my town. This is my town, okay. Run Statement gesetzt. So, danke. Das ist gut jetzt auch uns. Danke, wir übernehmen. Shawnee, cut the red one. Damn, I lost a bet. Hä? Ah, easy. The Saints aren't going to back down.
Maddie, there's nothing to worry about. My thoughts exactly, Mr. Kilbane. The Saints are no more than a white noise of empty sights. With respect, sir. I'd say empty is no longer applicable. Sehr schön. Level 18, nice. So, 5% Bonus, Respekt. Domizil, Penthouse der Saints, naja. Wattenanpassung. Ja, da sind wir natürlich jetzt ziemlich durchmarschiert, ey. Ja, damit hätten die auch nicht gerechnet, so. Nee, das glaube ich auch. Sehr schön. Dieser Igel wohnt jetzt hier. Nee, das kann ich mir auch nicht leisten. Das will ich mir nicht leisten. Schutzengel, naja. Ah, okay. Hä? Achso. Check it out, boss. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. All right, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now, don't you want to know what it is they all got locked up? The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back. All right, let's go. Wir haben nur zwei Raketen, ne? Tut mir leid, mehr haben wir nicht. I'm gonna go in, open the safety deposit boxes, get the shit, and then come out. Think it'll be that simple? Fuck no. Didn't think so. Just be ready when I come out. Nothing to worry about, trust me. Okay. Aber sonst nichts ist. Alright, I'm coming out now. Keep my ass covered till I can find somewhere to hide. On it. Ah, jetzt haben wir. Ah, das ist quasi hier wie das, That went well. Genau, das Ding in dieser Aktivität. Boah! Wer hat's zerlegt? Ah, da fahren wir kurz vorbei. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht mit kaputt machen. You gonna hit these assholes? Dann wollen wir schneller fahren, Mann. Wäre ganz gut, ja. Oh, also fair ist aber auch nur. Die sind doch Oma, ey. So hier Affen. Ja, okay. Damn, these guys don't give up. Das war hier. Aber weiter, Piers, immer weiter fahren. Aber nichts beachten. A little help from up there might be nice. Vorfahrtregeln gelten für uns nicht. Außer dass wir immer Vorfahrt haben. Grüß dich, Alte. Digga, den hat's ja komplett zerpflückt, ey. They're blocking the road up here. Help me out. Hey, das ist illegal parken. You dropping them or what? Another roadblock. Das gibt da die Straßensperre. Das gibt eine Meldung an den Anzeigenhauptmeister. Oh fuck. Ja, eine Anzeige ist raus. The building is just over the bridge. Right, I'll find a place to set up. Ah, jetzt kann er schnell fahren. Also. Das kannst du. Das kannst du schnell gefunden. Ach, das ist das Skillspedal, das ist unten. Ach stimmt, das können wir snipen, daran erinnere ich mich noch, das war auch geil. Ah, nice. Ah, wo ist denn der? Achso, man kann sogar zoomen. Ich hab den Header gedrückt! Oh mein Gott. Meine Borderlands Sniper Skills habe ich einfach mit nach Saints Row rübergenommen. Sehr gut. Geil, wie hab ich den mit dem Header gedrückt von hier aus? Oh nee, guck mal, wie lange nimmt der Gegner. Nein. Oh Gott. Hello. Oh Gott, wie lange gehst denn du? Ja, so scheiße ist das. Was machst du denn? Was ist denn deine Mission, Junge? Oh, ist gesnappert. Oh, was denn jetzt? Oh, das hat übrigens geleckt bei mir gerade. Ich hab einen Standbild gehabt.
Das Spiel kommt nicht so richtig mit moderner Hardware klar. Das ist ja bei meinem Monitor genauso. Ich muss die auf und runterschalten, damit das Spiel gleich abstürzt. Geil, ey. Ich will mal gesagt haben, dass selbst die alten Tomb Raiders, die Leute, die älter sind, teils mit meinem Monitor keine Probleme haben. Aber, naja, sicher. Kann ja mal sein. Ja. Ah, Snipern, da sehe ich mich. Oh, da ein Header. Nice. Okay, I reloaded. Oh, fuck. Oh, geschafft. Dann gehen wir von aus, ne? Ja. Ah, 2000 für die Pisse. Na gut. 2000 für die Pisse. Ey! Ja, das war ja. Oh, das war's. Da gibt's was zu kaufen. Ein Toni mir. Au! Wollen die von uns? Was soll das? Das ist unfair. Ja, ich hätte das gerne für 1000 Dollar kaufen, dankeschön. Ach, den Panda-Quatsch haben wir hier noch. Was? Oh Gott. Ja, okay. Auf Mittel. Na dann, los. Oh Gott. Naja, gut, es gibt halt immer nur zweimal. Kann man eine Menge Geld verdienen. Das stimmt. Wie ging das jetzt am Eier? Stimmt, mal diesen. Durch die Regeln dann auf den Dingern laden und die weghauen. Okay. Gehen wir schnell hin. Welcome back to Sad Pandas. Very own Sad Panda Skyblazing here at Genki Bowl 7. We've seen our contestant complete the first level of this course already. And just as expected, this Saint can sort with the best of them. No doubt, but eager to please the fans, Fan has ordered the difficulty ramped up. Let's get going. Speaking of eager to please, let's check in down on the streets with our girl. Tammy, what do you got? I'm standing on a rooftop downtown with executives from several Steelport banks. Champagne is being served by scantily clad women, while large bets are being placed on how this saint will perform today. What's the bet for today's match? Only those buying in are giving the numbers, but this wager may explain the 7 jumpers that were scraped off the street after the last match, Zach. Ouch! So that's why my bank closed down. Get ready for the rooftop, okay. Bobby! I'm the best around! Verstehe ich jetzt, wie die Scheiße funktioniert. Ja, ich gehe schon. Ich gehe. I'm beginning to feel bad for Sad Panda, Zach. Why's that? Well, how would you like your face to be synonymous with unethical? But the unethical targets are the ones usually avoided, Bobby. So you're saying it's better to be ignored? No wonder she's so depressed. Okay. After that, I can use a massage. Dieser Modus ganz lustig. Dann mach ich mal hier weiter. Ey, das bestimmt. So, Jungs, ich muss weiter. Tschüss. Yes, the rampage is about to begin. Oh, was zum Teufel? Aber mit der neuen Tschüss. Ah, I love it. And here comes the chainsaw. Looks like the contestant hit an ethical target. The longest time in the air any contestant on Genki Bowl has spent. What about the gorilla trapeze from Genki Bowl 5? You know, the only real airtime in that was the 2 seconds of free fall between fending off attacks from monkeys with machetes and falling to the carpet of buzzsaws. Here, you don't have that same risk. Good point, Bobby. You know, unless of course the parachute doesn't work. Or a plane flies into them. Right you are. Or let's say wild panda hunters on the ground start shooting. Okay. Now you're stretching it. Oder man kriegt auch Geld für die Landung, das könnte ich auch sein. Ja, nee, aber nicht so viel, glaube ich. Nee, irgendwo hat was gefehlt. So close.
But close isn't enough at Genki Hall. Nee. Irgendwo hätten wir nochmal anders abbiegen müssen. Na gut. Ja, das habe ich schon verstanden, Herr Spiel. So ist es nicht. Also nochmal das Ganze. Ja, okay, ist aber genau eigentlich ganz lustig. Nur welcome back to Sand Panda's very own Sand Panda Skyblazing here oh, warte, at Genki Bowl 7. We've seen our contestant complete the first level of this course already. And just as expected, this Saint can soar with the best of them. No doubt, but eager to please the fans, Professor Genki has ordered the difficulty ramped up this second time around. Speaking of eager to please, let's check in down on the streets with our girl. Tammy, what do you got? I'm standing on a rooftop downtown with executives from several Steelport banks. Champagne is being served by scantily clad women, while live bets are being placed on how this saint will perform today. What's the spread for today's match? Only those buying in are giving the number. But this wager may explain the seven jumpers that were scraped off the street after the last match, Zach. Ouch! So that's why my bank closed down. Schönen guten Mahlzeit, die Herren. Ah, wir müssen aber auch alle mitnehmen, okay. Ja, das ist es halt. Und da bin ich vorhin irgendwo falsch abgebogen. Nee, hier geblieben. Ja, okay. Schön hier bleiben. Well, how would you like your face to be synonymous with unethical? But the unethical targets are the ones. Ja, du beschreibst mich alle mal abhauen, ne? So you're saying it's better to be ignored? No wonder she's so depressed. Ja, wie soll man das denn schaffen? Time for the mascots. Dann muss ich gehen. Sind wir auf dem Dach gelandet? Looks like the contestant hit an ethical target. Oh, jetzt haben wir es. Irgendwann hast du gerade gesammelt, glaube ich. Oh ne, ich wollte aber nicht weiter. Nein! Ach, egal. Dann ist es jetzt halt so. Okay, ja, keine Ahnung, aber. Bin die ganze Balance hier mit? Die bringen doch noch ein bisschen extra. Ach, hier ist der. Hier ist er doch, unser Typ von DLC. Ist er das, ja? Der Listmeter, ja. Oder willst du wissen, weißt du, ja. Der Saftsack. Genki ist sicher zu glücklich, mit wie gut Sad Panda's Kurs ist ein Crowd-Pleaser. Und unser Contestant ist sicher zu glücklich mit dem Resultat. Komm, erfreut sich, erfreut sich. Genki Bowl 7, everybody. See you next time. Bye now. Hey, ja. Ja, see you next time. 22 Riesen kann man mitnehmen. Schaffe alle Aktivitäten in Genki Bowl 7. Haben wir es jetzt noch nicht gemacht? Nein, anscheinend nicht. Aber jetzt haben wir alle Genki Bowl Sachen fertig. Sehr schön. Was wir denn schon heute an Achievements gesammelt haben in dem Spiel, ey, Wahnsinn. Das ist schon echt irre. Ah, oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh! Did you see that? My goodness! A performance for the ages! I don't think I've ever witnessed something so remarkable! Incredible! That was, without a doubt, the most amazing individual performance I've ever seen since Ping Pong Polly were Thursday nights at Safeway. Oh, I remember that. Hey, Bobby, how about we go down to the lovely Tammy Tolliver, who is standing by with our new champion, Tammy! Thanks, Zach. You know, over the years, you've had your doubters. Some have said you were just riding on the coattails of more accomplished people. Is this vindication for you? Absolutely. Not just for me, but for all the kids out there watching at home thinking that they'll never make something out of themselves. Yeah, I just want to tell those kids, no matter what, work hard and anything is possible. Oh, what a great message to end on. Well, Zach, I spent years honing my craft. Murdering, robbing, assaulting, more murdering. Light treason? Murdering again? Also that when I got my shot, I would be ready. That's enlightening. But you just gotta follow your dreams, kids. Because if you don't, you know what happens? You're gonna become your parents. How fucking depressing would that be? Think about it. Ja, oder man will zu seinen Eltern. Genki Bowl Schlusszeremonie. Ja.
Nice. Professor Genki ist erfreut. Ja, das freut mich für Professor Genki, dass er erfreut ist. Alter. Alter Vater. Gut. Ja. Ich glaube, damit kann man für heute, glaube ich, einen Schlussstrich ziehen oder die ganze Stoße. Dann haben wir nächstes Mal auf jeden Fall... Verrückte Wissenschaft können wir nochmal machen. Nein. Gut, also wie gesagt, ne? Freut uns, dass ihr dabei gewesen wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.